Tja, das letzte Review ist schon eine Weile her. Daher wird es Zeit, sich mal wieder ein bisschen in die Technikabteilung zu stürzen. Und das tun wir auch gleich mal, nämlich mit der FZ300, dem Nachfolgemodell der FZ200. Doch ob sie das Upgrade wirklich lohnt, tja, das wird sich zeigen. Erst einmal was zu den Basics. Was bekommt man denn eigentlich für ca. 400 Euro geliefert? Nun, eigentlich das gleiche, wie man es von der FZ200 her schon kennt. Abgesehen von einer recht guten Kamera bekommt man einen 1200 mAh großen Akku, die entsprechende Ladestation, einen Tragegurt, einen Linsenschutz, eine Sonnenblende und natürlich noch Anleitungen in fast jeder Sprache. Plus CD mit ein bisschen Software. Doch bevor es jetzt um das eigentliche Kernstück dieses Reviews geht, noch einmal kurz was zum Akku. Dieser hielt bei normaler Nutzung ganz gut durch. Bei all den vielen Testaufnahmen hat es dieser locker geschafft und am Ende einer solchen Aufnahmesession ist gerade einmal ein Balken verbraucht worden. Wenn es allerdings um Dinge wie Langzeitbelichtung und Wi-Fi geht, dann wird natürlich viel mehr Energie verbraucht. Wer damit also öfters arbeitet, sollte sich vielleicht einen Ersatzakku zulegen. Doch apropos Wi-Fi, mit der Panasonic Image App lässt sich die Kamera bequem fernsteuern, was vor allem bei Videoaufnahmen und bei Langzeitbelichtungen praktisch ist, denn dort erzeugt ja jede kleinste Bewegung ein unschönes Schlieren. Allerdings sollte man nicht zu weit weggehen, denn das kamerainterne WLAN lässt keine hohe Reichweite zu. Doch zurück zur Kamera selber. Diese bietet einen 24-fachen optischen Zoom, das entspricht einer Brennweite von 600 mm und einer Auflösung von 12 Megapixel mit einem 2,33 Zoll großen Live-MOS-Sensor, welcher allerdings ziemlich klein ist. Daher kann man natürlich keine Bildqualität wie von den DSLRs erwarten. Dennoch schlägt sich die Kamera eigentlich ganz gut. Solange man genügend Licht um sich herum hat und man somit nicht auf hohe ISO-Werte steigen muss, ist alles in bester Ordnung. Das sehen wir im Hintergrund ja an den Bildern. Später zeige ich euch übrigens noch die Videoqualität und die 4K Resolution. Naja, wir haben wenig bis kaum Bildrauschen in den Aufnahmen zu sehen. Was natürlich noch einmal durch eine interne Rauschreduzierung, also auf Englisch Noise Reduction, begünstigt wird. Im Tageslicht ist solch ein Feature echt nützlich, aber nachts wird das Ganze zum Tode des Bildmaterials. Klingt ganz schön dramatisch, aber dazu später mehr. Jetzt erst einmal zurück zur Bildqualität an sich. Grundsätzlich sollte man es tunlichst vermeiden, mit der Kamera höhere ISO-Werte zu verwenden. Egal ob Tag oder Nacht. Bei ISO-Werten, welche größer als 800 und wirklich maximal 1600 sind, wird die Color Noise so dermaßen stark, dass man mit dem Bild nicht mehr so viel machen kann. Aber jetzt mal zur Verteidigung der Kamera. Wir sprechen hier von einer Bridgecam mit einem ziemlich kleinen Sensor. Da sollte man natürlich keine Wunder erwarten, wenn es dann an die höheren ISO-Werte geht. Und nur so als Tipp, grundsätzlich sollte man eher versuchen, mit der Blende, die reicht hier von 2,8 bis 8, und Verschlusszeiten das Ganze auszugleichen. Dabei gilt natürlich die Regel, Verschlusszeit mindestens gleich der Brennweite. Oder mal zwei, wenn man keine verwackelten Aufnahmen möchte. Auch bietet die Kamera an, zwischen dem mechanischen und dem elektronischen Verschluss zu wählen. Bei elektronischen hat man natürlich noch einmal eine kürzere Verschlusszeit von bis zu 1/16000. Aber weiter im Text. Was ein echt dickes Plus der Kamera ist, ist die Brennweite. Mit satten 600 mm lässt sich da echt vieles machen. Egal ob man nun die Natur oder irgendwelche Innenaufnahmen macht, es ist toll, so viel Spielraum zu haben. Per intelligenten Zoom versucht die Kamera das Bild dann sozusagen hochzurechnen, womit man dann sogar theoretisch eine Brennweite von 1200 mm verwenden kann. Aber da leidet natürlich die Bildqualität etwas darunter. Doch es ist immer noch besser als der reine digitale Zoom. Das kann man wirklich vergessen. Dennoch, mit einem Stativ lassen sich da echt tolle Aufnahmen zaubern. Der Superzoom ist also zusammengefasst immer noch echt toll, wobei es ja inzwischen Bridgecams mit 50-fachen Zoom gibt. Doch die Kamera bietet noch viel mehr. Sie besitzt ein Filtergewinde von 52 mm. Damit hat man also Spielraum für Neutral Density Filter, Polarisationsfilter, Weitwinkelobjektive und auch Telekonverter. Und was auch wirklich toll ist, die Kamera hat endlich eine 3,5 mm Klinke für ein externes Mikrofon. Zum Glück, denn beim Vorgänger war das leider nicht der Fall. Dort musste man mit einem Adapter leben und hoffen, dass die Kamera den Ton auch aufnimmt. Hier sieht man das sogar, wenn man den Mikrofonpegel hinzuschaltet. Eine echt tolle Besserung, vor allem für Videomacher. Auf der rechten Seite der Kamera hat man dann noch einen USB-Anschluss für den Dateienaustausch am PC, wobei ich dafür eh immer die SD-Karte direkt verwende, einen Micro-HDMI-Anschluss für zum Beispiel einen Live-Monitor und einen Anschluss für einen Fernauslöser.
Da hat man also einiges an Anschlüssen. Natürlich gibt es auf der Unterseite auch den Schacht für Akku, SD-Karte und ein Standard-Stativgewinde. Aber eine Neuerung gibt es natürlich auch noch. Etwas, was durchaus praktisch sein kann. Ein Touchscreen. Auch wenn ich ihn ehrlich gesagt kaum so richtig verwende, es ist cool, dass man damit jederzeit Einstellungen vornehmen kann. Sei es dafür, um den Fokus zu verändern oder einfach dafür, um durch die Galerie zu switchen und dort seine Werke anzuschauen. Auch das sogenannte Quick Menu ist eine tolle Idee. Damit kann man schnell die wichtigsten Einstellungen vornehmen, ohne jedes Mal in das richtige Kameramenü gehen zu müssen. Denn das ist irgendwie total seltsam. Es ist zwar alles schön in Kategorien geordnet und man findet sich auch gut zurecht, aber manche Einstellungen sind etwas undurchsichtig. Ändere ich zum Beispiel den Bildstil im S-Modus, also den Modus, wo man die Verschlusszeit manuell einstellt und die Kamera die passende Blende wählt, dann ändert er sich auch im kreativen Videomodus. Oder man ändert zum Beispiel die Helligkeitsverteilung fürs Video und trotzdem werden die Einstellungen dann auch für die anderen Modi übernommen. Das kann man schnell mal vergessen und wundert sich dann im Nachhinein zum Beispiel über zu helle Schatten. Schade, dass man dort nicht separate Einstellungen für jeden Modi hat. Aber das ist Meckern auf hohem Niveau, es gibt weitaus wichtigere Kritikpunkte. Einer dieser Kritikpunkte ist 4K. Also was heißt groß? Ich meine, auf dem Papier klingt das natürlich immer toll und praktisch ist es ja auch, vor allem für die Post-Production. Dabei ist die 4K-Qualität nicht mal schlecht. Ganz im Gegenteil, man kann sehr scharfe Aufnahmen machen und hat mit der Kamera eine wirklich günstige Methode für 4K-Aufnahmen. Da fragt ihr euch sicherlich, was beklagt er sich denn dann? Nun, ich beklage mich über Ghosting. Ghosting ist vergleichbar mit einer Art Echo. So, als ob eine Bewegung einen Schweif nach sich zieht. Man könnte denken, da hat man wohl eine zu große Verschlusszeit ausgewählt. Aber leider nein. Tatsächlich hängt das wohl mit den ISO-Werten zusammen. Wenn man mit der Kamera in etwas schlechteren Lichtbedingungen filmt, und da reicht auch schon die Abendsonne aus, und zusätzlich einen ISO-Wert höher als 200 oder auch 400 hat, kann man dieses überaus tolle Schlieren erkennen. Hier in diesem Beispiel habe ich natürlich ein bisschen übertrieben und wirklich im stockdunklen Hof gefilmt mit einem ISO-Wert von 3200. Aber da erkennt man es am besten. Selbst bei normalen Tagesaufnahmen kann man ab und zu solches Ghosting erkennen. Ich bin mir nicht ganz genau sicher, woran das liegt, aber echt schade drum. Zumal man mit einem Software-Update das Problem vielleicht sogar beheben könnte. Aber nun ja, man kann für 400 Euro ja nicht alles haben. Sonst würde keiner mehr die teuren Kameras kaufen wollen. Und wenn wir schon mal bei Lowlight-Situationen sind, da kann die Kamera leider auch nicht so wirklich mithalten. Oder vielleicht doch? Nun, die bereits erwähnte Noise Reduction macht einem nachts das Leben schwer. Dass bei einem so kleinen Sensor das Bild anfängt zu rauschen, ist klar. Aber wenn man dann noch einen Rauschverminderungsalgorithmus als Endboss hat, dann macht es das nicht besser. Am Tag ist der Algorithmus überaus nützlich, aber nachts? Nun, ihr seht's ja selbst. Details werden komplett wegreduziert, weil das Bild natürlich rauscht. Dann versucht die Software dieses Rauschen zu reduzieren und ja. Man kann zwar die Stärke der Reduzierung anpassen, aber leider eben nicht ausschalten. Somit hat man diese tolle Weichzeichnung auch bei einer Noise Reduction von minus 5. Wenn die Sonne untergeht, endet also das Dasein von Fotografen und Videoproduzenten mit dieser Kamera. Oder vielleicht doch nicht? Nun, nachts herrschen andere Regeln. Klingt ganz schön übertrieben, aber bezogen auf Fotografie ist es ja irgendwie tatsächlich so. Denn dort beginnt die Zeit für die, anfangs vielleicht etwas gefürchtete, düstere Langzeitbelichtung. Doch, naja, jetzt mal mit Hyperbeln und Expressionismus beiseite. Man kann bei der FZ300 eine maximale Verschlusszeit von 60 Sekunden wählen. Somit hat man zwar einen sehr kurzen Spielraum hinsichtlich Astrofotografie, aber dennoch, man kann ein paar Sterne fotografieren. Doch auch hier gilt, einen geringen ISO-Wert verwenden und mit der Verschlusszeit herumprobieren. Dabei wird einem übrigens nicht angezeigt, wie viele Sekunden die Kamera schon belichtet, aber dafür kann man gespannt dem Countdown der Langzeitrauschreduzierung zuschauen. Und ja, auch für das Film in der Nacht habe ich einen kleinen Trick entdeckt, denn vielleicht ist die Vorstellung vom Lowlight-Film mit der FZ300 noch nicht ganz begraben. Auch wenn man es nicht glauben möchte, aber wenn man nachts im Modus der intelligenten Automatik bzw. im Szenenmodus für Nachtaufnahmen filmt,
verwendet die Kamera keine solch krasse Rauschreduzierung. Ich meine, zum Glück, aber für Leute, die gerne in manuellen Modus filmen wie ich, ist das etwas blöd. Hinzu kommt, man kann dann leider in diesem Szenenmodi keine ISO-Werte verändern, denn der ist dauerhaft bei 3200. Aber immerhin hat man diese blöde Weichzeichnung etwas weg. Wenigstens einen Wermutstropfen. Und wenn man bei YouTube nach FC300 Lowlight sucht, findet man da echt schöne Aufnahmen, wo ich gerne wissen würde, was die Leute da für Einstellungen hatten. Falls ihr da noch ein paar Tricks für die Kamera kennt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Aber jetzt mal zum Fazit der FC300. Für unterwegs ist die Kamera echt praktisch. Man muss keine Objektive mitschleppen und bekommt eine günstige Kamera mit 4K-Option. Die Kamera hat zwar ihre Ecken und Kanten, aber wenn man sich ein wenig damit beschäftigt, kann man einen guten Workaround für so manche Probleme ermitteln. Ich persönlich bin trotzdem froh, die Kamera zu haben. Sie hat eine Menge Features und Dinge wie Spritzwasserschutz sind auch nicht zu verachten. Ach und seit der Firmware-Version 2.2 gibt es die Möglichkeit von Postfokus. Die Kamera nimmt dabei also mehrere Aufnahmen auf und ändert dabei den Fokus. Danach kann man diesen nun beliebig verändern und die beste Aufnahme finden. Auch gibt es nun die Möglichkeit von 4K Pre-Burst. Dabei nimmt die Kamera schon ungefähr eine Sekunde auf, bevor man den Auslöser drückt. Allerdings sollte man das nicht zu lange machen, da sich die Kamera sonst schnell überhitzen könnte. Aber es gibt auch noch andere 4K-Fotofunktionen, wo man danach bequem die besten Aufnahmen aussuchen kann. Alles in allem ist die FZ300 für den Preis eine tolle Kamera. Doch wer bereits die FZ200 hat und auf einem Touchscreen und 4K verzichten kann, braucht meiner Ansicht nach dieses Upgrade nicht unbedingt. Wer allerdings mehr zoomen möchte, ist vielleicht bei der FZ82 ganz gut aufgehoben, wobei es dort dann wieder keinen schwenkbaren Bildschirm oder Mikrofoneingang gibt. Oder man spart sich das Geld halt gleich und kauft sich eine richtige DSLR. Die Bildqualität ist aber halt schlichtweg eine andere. Dort hat man allerdings hohe Preise für Objektive zu zahlen. Wie ihr seht, eine Entscheidung zu treffen ist gar nicht mal so einfach. Ich allein habe wochenlang hin und her überlegt, soll ich das Modell nehmen oder das. Doch ich hoffe, ich könnte euch wenigstens ein bisschen bei eurer Entscheidung weiterhelfen. Und in diesem Sinne, lest euch Resonanzen durch, schaut auf Portalen wie dkamera.de vorbei und vor allem das Wichtigste, vergleicht und probiert die Modelle aus. Das ist die beste Methode. Und damit danke fürs Zusehen. So, und das war's auch schon wieder mit unserem kleinen Review. Zum Ende hin gibt es natürlich nochmal den kamerainternen Sound. Hier geht zwar ein bisschen Wind, aber ich hoffe, ihr könnt das trotzdem alles gut hören. Und falls ihr noch irgendwelche Fragen habt bezüglich der Kamera, dann schreibt die gerne in die Kommentare, genauso wie euer Feedback zu diesem Video. Ich hoffe, ich konnte euch überhaupt damit weiterhelfen. Und falls ihr noch irgendwelche Tipps und Tricks kennt bezüglich Ghosting und so weiter, das könnt ihr ebenso gerne in die Kommentare schreiben. Und ansonsten war es das von mir. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Tschö mit.